Anfang sind wir hyped. Wir sind geladen, bereit. Mit unseren Teammates, für unsere Teammates, voller Energie. Doch es kann nicht immer gut laufen. In den Momenten der absoluten Verzweiflung wäre es leicht aufzugeben. Nicht heute. Denn in den schlechtesten Zeiten lohnt es sich, einen Blick in den Himmel zu werfen und zwischen dem Kugelhagel der Gegner in der letzten Sekunde hören wir das erlösende Geräusch. Für einige ist es nur eine Box, für uns eine Bestimmung. Dort steht er und wartet darauf, zu kämpfen. Wir sind nicht allein. Wir sind ganz bestimmt nicht allein. Er ist nicht nur eine Maschine, er ist ein Freund und ein Kämpfer. Er zieht in den Krieg. Für uns. Denn es kommt der Zeitpunkt, wo unsere Kameraden fallen werden. Nur einer trotz den Kugeln. Was für eine Ehre ist es, neben diesem treuen Begleiter zu sterben. Denn er wird weiterkämpfen. Für uns. Für unser Team. Für alle. Und selbst wenn wir fallen, erweist er uns seine letzte Ehre. Seite an Seite. Mit den verbleibenden Kameraden. Scheinen wir unbesiegbar. Schaden auf uns nehmen. Wir können glauben, alles sei in Ordnung. Doch die Gefahren lauern überall. Denn wenn wir so überlegen,
zeigt der Cerberus uns nur den Zyklus des Lebens. Denn das Ende von Black Ops 3 ist der Anfang von Black Ops 4.